Jetzt gibt es ein Video über den Wurmkomposter Teil 3. Jetzt habe ich mich tatsächlich entschieden, dieses Video hier zu drehen für euch, weil ich da meiner Meinung nach bin, also meiner Meinung bin noch, dass ich das noch nicht abgeschlossen habe und richtig dokumentiert habe. Ich weiß zwar immer noch nicht, woher diese Feuchtigkeit da immer noch kommt. Ich kann das da noch nicht genau sagen. Ich habe das eigentlich zu, diesen Hahn, da muss wohl irgendwas. Ist aber auch nicht so schlimm. Da wird der Wurmtee abgezogen. Wurmtee ist eine Substanz. Ach so, entschuldigt, ich muss mir erst noch vorstellen. Hallo und willkommen auf diesem Pflanzkanal. Mein Name ist Nico Pflanzenforscher und wir sehen uns in einem hier in diesem Video jetzt den Wurmkomposter an. Also es gibt da einiges definitiv zu zeigen. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Also diese Schichten kommen mit der Zeit. Der Wohnkomposter ist ungefähr für alle neugierigen Leute, die sich dafür interessieren, jetzt mittlerweile ein Jahr bei mir in Gebrauch und ein Jahr hat sich eine Menge getan. Ich habe so viel Wurmhumus geerntet. Wurmhumus ist das, sind die Ausscheidungen der Regenwürmer, die hier drin sind, die für mich arbeiten und herrlichen Wurmhumus herstellen. Wurmhumus ist so fruchtbar, weil er so viele Milliarden Mikroorganismen enthält, die das dem Boden sozusagen die Nährstoffe langsam zur Verfügung abgeben und nicht zu schnell. Aber was ich damals als Fehler falsch gemacht habe bei den ersten Videos auf YouTube, die ich gemacht hatte, ich habe das nie richtig dosiert, weil es doch zu kräftig ist, wenn man zu viel reinsetzt. Das muss mit Sand eingemischt, also gemischt werden in den Erdboden. Also es wird erst noch neutralisiert, das dauert noch, ja, das alles mit der Zeit. Also so sieht das Ganze mittlerweile aus. Die Regenwürmer sind hier ordentlich am Arbeiten. Die sozusagen Mikroorganismen bereiten sozusagen die feuchte, diese feuchte, wie nennt man denn das? Ich habe das vergessen. Aber hier hinterlassen die Regenwürmer auch viel Wurmkot sozusagen. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so was von nährstoffvoll. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja. Also genug Nährstoffe stehen den Würmern damit zur Verfügung. Ja. Also was haben wir hier alles drinne? Wir haben hier Kaffeesatz überwiegend drinne. Habe ich jetzt seit 2 Wochen ungefähr jetzt so im Gebrauch, den Kaffeesatz. Und genau, das hier alles, das ist schon richtig rein zersetzter Regenwurmhumus, der hier ausgeschieden wird. Die Regenwürmer verstecken sich immer in den feuchten Stellen. Ja. Hier zum Beispiel sitzt ein Kandidat. Das sind viele, ich habe ungefähr 1000 Würmer hier drin. Also im Schnitt jetzt, würde ich sagen, weil die sich gerade so doll in der Vermehrungsphase befinden. Die legen Regenwurmeier, sind kleine Konkons, gelblich bis rot. Und daraus schlüpfen die neuen Würmer sozusagen, die für mich den Humus fertigstellen. Genau. Also hier kann man das teilweise sehen, hier sind auch andere Sachen drin. Leider, sozusagen Maden sind leider auch dabei von der Fliege. Aber die Fliege hat hier jetzt erstmal keine große Überlebenschance mehr, weil ich mittlerweile alles umgestellt habe. Genau. Hier zum Beispiel, hier befinden sich immer ein ganzer Dutzend Regenwürmer. Wahnsinn, ja. Man kann hier alles reingeben, also Bananen. Aber auf keinen Fall Fleisch und so eine Sachen, die sollen überhaupt da nicht rein. Nur sozusagen organische Bestandteile natürlicherseits. Ja. Fleisch ist zwar auch natürlich, aber genau. Also ich werfe zum größten Teil Pflanzenreste hier rein. Die Fliegen verschwinden. Eines Tages sind sie weg. Ja. Eines Tages dauert aber nur noch ein bisschen. Mit den Löffeln, wenn ihr mal das genauer sehen wollt, wo die Regenwürmer sich aufhalten, größtenteils. Wahnsinn, das ist Wahnsinn, wie schnell das jeden Tag runtersackt hier. Das ist echt enorm. Ja. Entschuldigt für die sozusagen diese
Aufnahme, das ist radiesisch. Also Zeitungspapier wird auch sehr gerne zerfressen. Ich zerkleinere das in den kleinsten Bestandteil, wie man sehen kann, und das sieht schon mal sehr gut aus. Das steht sozusagen den Regenwürmern gleich zur Verfügung, das Zeitungspapier. Hier sieht man die Kandidaten, ja, da. Die sind hier so kräftig am Arbeit, das ist der Wahnsinn, ja. Teilweise kommt auch mal Schimmel hier rein, teilweise, aber das ist nicht immer der Fall. Sonst, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Also hier tümmeln sich Würmer, das ist der Wahnsinn, ja. Oh ja, hier. Da sitzt schon wieder eine Masse an Würmern fest, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist so viel hier drinnen mittlerweile an Regenwürmern. Das ist Wahnsinn. Das ist eine spezielle Sorte, so Mist. Wurm, Kompostwurm. Wahnsinn, ist das hier am Zersetzen? Das ist echt der Wahnsinn, ja. Und riechen tut es auch nicht mehr, ja, weil die Würmer so stark am Arbeiten sind gerade. Das ist echt der Wahnsinn. Am Anfang riecht es erstmal immer so ein bisschen komisch, wenn man zu viel organisches Material, was noch nicht sich in der Zersetzung befindet, reinmacht. Aber sonst, nach und nach geht's dann. Also hier überall steht neuer Erdboden. Ja, es könnte eigentlich noch ein bisschen besser vom Lichtspektrum her sein. Aber momentan habe ich eben nichts Besseres im Moment. Wahnsinn, das ist so heavy. Naja, das sackt, es ist so viel runtergesackt hier in den Teil, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Nur wenn man es selber erlebt hat. Hier tümmelt sich alles, sogar kleine Skorpione habe ich hier drin rumlaufen sehen. Also, das ist ein richtiges Bodenleben hier aktiv. Das hier ist Wurmfutter, das, was ich hier reingemacht habe. Also, genau. Das wird jetzt auch nach und nach mit der Zeit gefressen. Die Pilze bearbeiten sozusagen dieses Futter für die Würmer und das wird dann irgendwann dann zur Verfügung gestellt, ja. Innerhalb von 3 Wochen ist das Ganze dann wahrscheinlich so weit, dass die Würmer das mittlerweile verschlungen haben. Das ist Wahnsinn, was die hier Vollgas und Power geben, das ist echt der Wahnsinn, ja. Ja, wie gesagt, wir haben 3 weitere, also da drin ist noch viel, viel mehr los im Gange, ja. Ich mache noch mal ein Video, wenn ich bessere Lichtverhältnisse habe, weil es gerade nicht so schön. Wenn euch dieses Video über den Wurmkomposter gefallen hat, dann lasst ein Abo und einen Daumen da und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher. Ciao, ciao.